Leute, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Risen 2 Dark Waters. Ja, weiter geht's. Wir wollten ja den Tempel da einmal versuchen. Weil beim letzten Mal habe ich da ja einfach mal das Ding gemobbt und dann war der böse auf uns. Das werden wir einfach mal wieder machen. Und hoffen mal, ich habe dich gewarnt, dass wir ihn erledigen können. Der Raum ist halt schon ziemlich eng hier. Okay. Aber wir machen halt echt mit Schaden so. Bei ihm. Die Speerwerfer sind halt das Problem. So, komm schon. Oh, erstmal ein Grog reinballern. Danke für die Heilung. Wir haben ihn erledigt. Nochmal eine Keule erhalten. Okay. Ich weiß nicht, ob wir ihn erledigt lassen, sozusagen. Also, ob wir so weitermachen. Ich weiß halt nicht, wann sie mich heilt. Deswegen kann ich das echt schlecht einschätzen, ob ich mich hier selber heilen muss. Oder ob sie das für mich macht. So, anvisieren. Okay. So. Darf ich da durch? Danke. Ich wollte den Speer aufheben, Mann. Nein! Ich hoffe, dass Charlie jetzt nicht irgendwie böse deswegen ist. Danke. Aber hey, wir sind jung und brauchen das Geld. So. Nichts zu holen. Okay. Hat der Kollege hier auch einen Speer gehabt? Egal. Kann ich den jetzt mitnehmen? Danke. Okay, jetzt auf einmal geht das Ding auf, das ist komisch. Wahrscheinlich hatte ich das vorhin nur einmal angetouched und hab's nicht wirklich mitgenommen. Und deswegen, war die Tür auf. Ich hoffe nur, dass das keine Konsequenzen hat mit mir und Charney oder den Eingeborenen oder so, weil ich will irgendwie mit denen cool stellen. Aber guck mal, hier nehmen wir mal rein hier. Zack, mal mitnehmen. Die Schale mitnehmen. Jetzt haben wir den Typen hier auf die Fresse. Bam, Junge. Oh, da hängt auch nochmal was. Ein Idol hängt da an der Wand. Das ist halt 500 Money, was da hängt, ey. Oder sind das nur 100 gewesen? Hebel. Ich weiß ja nicht, inwiefern das geil ist, dass wir das jetzt machen. Ja. So, gucken wir weiter. Da auch nochmal eine Leiche liegen, aber die bringt uns nichts. Was war da? Hört man auch ganz kurz vielleicht den Namen von Charlie, so sieht. Das wundert mich halt immer ein bisschen, ne? Ja, war das jetzt gut oder nicht? Na gut. Wir sind hier rausgekommen? What? Okay. Okay, okay. ja. Wisst ihr was? Ich mach das so. Ich nehme ja noch circa um die Stunde eventuell auf. Ich werde hier einmal speichern. Easy und so. Dann gucken wir einfach. Ihr könnt entscheiden, was wir machen sollen. Also könnt ihr in Kommentare schreiben hier unter diesem Video, ob ich das so weiterspielen soll, wo ich ihn getötet habe, oder ob ich dann sozusagen die letzten zwei Parts, die ich jetzt noch aufnehmen werde, beziehungsweise diesen und den nächsten, sozusagen den Oski nochmal neu spiele, wo ich ihn nicht besiegen werde und dann einfach werden wir dann, werde ich dann so weit spielen, wie wir jetzt schon haben, einfach dann gucken, weil ich weiß nicht, ob das jetzt so geil ist, was wir ihn umgebracht haben oder nicht, aber ja, so super stark war er jetzt auch nicht, dass man ihn besiegen konnte, sag ich mal. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm, dass wir ihn besiegt haben. So, ich muss trotzdem wissen, wie wir durch die Feuerwand durchkommen.
Aber mir kann irgendwie keiner helfen. Wer bist du? Bin Egas. Und? Wie läuft's? Geht. Bin nicht so zufrieden heute. Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Hab aber gar keinen Bock drauf. Befehl von deinem Kommandanten, nehme ich an. Ja, genau das. Wird viel lieber hierbleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Du baust Pistolen? Ja, aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Mit Grabräubern meinst du Garcias Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Ich glaube, ich habe deine Grabräuber erwischt. Echt jetzt? Und du hast sie erledigt, hoffe ich. Ja, die plündern keine Gräber mehr. Es ist gut. Hier. Hab da ein paar Münzen für dich. Und danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast. Bitte. Ja, ja, keine Ursache. Schönen Tag noch. So. Wenn wir eben kurz nochmal Zeug verkaufen. Nicht hier, das verkaufen, Tom. Speere eben zweimal loswerden. Dann haben wir hier das Idol und sowas, was wir da geplündert haben. Das kann ja auch weg. Das hier kann weg. Das hier. Das war nur ein normales Idol, also 100. Ja, nur Schatz habe ich irgendwie nicht mehr. Okay. Wir brauchen aber, ich glaube, 1000 insgesamt für das eine Ding, ne? Zeig mir deine Ware. Ich war ja schon bei der richtigen Person. Was brauche ich denn für den Stab? Weil da brauche ich ja nur eine Leuchtkugel und 1000 halt. Die Leuchtkugel könnte ich, glaube ich, farmen. Glaube ich. Ich bin da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, dass ich die farmen kann. Das sind ja alles die gleichen, ne? Da kriege ich Kugel und Ritual. Das heißt, der kann eigentlich weg, weil Ritual kann ich mit dem anderen Ding buffen. Wir haben ja Ritual 5, ne? Haben wir hier irgendwo auch nochmal... Warte, wir haben hier dieses krasse Ding bekommen, ne? Hier Ritual 10. Das heißt, das, was wir anhaben, wir können das hier eigentlich verkaufen, weil wir haben Ritual 10. Und... Ja. Das war's, glaube ich, soweit, ne? Komm, hier können wir auch mal, wenn wir 18 verkaufen. Fehlt uns nicht mehr viel, ne? Komm, dann verkaufen wir einfach nochmal hiervon nochmal 10. Zack. Haben die 1000 zusammen. Können dann kaufen. Das hier bei ihr. Ende. Und dann müssen wir natürlich eben Ausrüstung. Amulett. Hatten wir eben was. Hier, Ritual 10 haben wir hier. Dann können wir das einfach anziehen. Und fertig. Das ist natürlich super nice. So, kann ich mit dem erst reden, weil wir haben da ja welche auch ausgeschaltet und so. Worauf wartest du? Ja, ich habe vergessen, was ich machen soll für dich, Kollege. Ja, gut. So, dann haben wir das schon mal gemacht. Haben wir da Leute umgebracht und sind cool so. Frage ist für die Feuerwand. Wen brauche ich dafür? Machen wir hier nochmal dran. Eigentlich gar nichts wirklich, oder? Haben wir auch schon dran aufgeräumt. Soweit ich weiß. Nehmen wir eben nochmal dahin. Und von hier aus gehen wir dann da nochmal hin zur Feuerwand. Ich will einfach nochmal nachgucken, was Shani sagt, beziehungsweise was unser Captain hier sagt, was wir da brauchen, wen wir brauchen. Vielleicht hat er nochmal einen besseren Tipp für uns. Und ansonsten können wir eigentlich mal nach hier oben irgendwie mal laufen oder so und da uns mal umgucken. Vielleicht haben wir da noch irgendwas, was wir benötigen oder sowas. Und ja, weil irgendwie hinter der Feuerwand angeblich ist ja Garcia und den wollen wir suchen und ja, ob wir ihn dann finden, ist halt die andere Sache. Ich hoffe einfach mal. Schon ganz schönes Stück, was wir laufen muss immer, ne? Aber okay, ist ja jetzt nicht so gravierend und schlimm sowas, ne? Also
Vergessen wir nicht, eigentlich durchs Dorf laufen kann, durch die Hülle, wo wir eben gerade waren, hätte ich einfach jetzt durchlaufen können und wäre ja auch hier gewesen. Ich weiß nicht, was schneller ist, ob wir jetzt hier lang laufen, ob das schneller ist, oder ob wir durch die Hülle laufen, ob das schneller ist. Aber ja, ich glaube, da tut sich nicht viel. Weil die Hülle hat ja auch einen gewissen Weg, den wir da zurücklegen müssen. Den Schatz haben wir schon geholt. Ja gut, dann gucken wir jetzt hier oben rein und wenn da nichts ist, dann wenn er mir dann da nichts genaueres zu sagt, dann ja, müssen wir halt dann nochmal nach hinten hin. So, ich könnte eigentlich auch die ganzen Tränke, so die ich dabei habe, verkaufen, weil ich werde sie halt wahrscheinlich eh nicht benutzen. So. Ich bin ein bisschen unsicher. So, eben hier auch wieder Richtung Feuerwand, Junge. So eine Feuerwand, Junge. So. Da hinten ist er. Vielleicht hat mir auch der Typ geholfen für die Feuerwand. Wow, das ist beeindruckend. Feuerwand, kein gutes Zeichen. Tja, ohne Hilfe komme ich hier nicht weiter. Jetzt haben wir das erst gefunden. Irgendwelche Vorschläge? Die Marakai haben ein reiches, weites Land. Das sollten wir erkunden. Hm. Hey, wir haben jetzt die Feuerwand gefunden. Also jetzt irgendwie erst. Keine Ahnung, was das war. Ich habe den geheimen Zugang zum Tal gefunden. Er befindet sich im Südwesten, in einer Höhle in der Felswand. Ah, da ist er also versteckt. Das sind gute Neuigkeiten. Dann kann ich endlich zum Feuertempel aufbrechen. Du wolltest mir sagen, wie man die Feuerwand durchqueren kann. Ja, natürlich. Ich kenne das Rätsel, das die Feuerwand verbirgt. Es heißt, die Feuerwand kann nur jemand durchqueren, der das Blut der Ahnen in sich trägt. Du musst zu dem alten Schamanen Osamu aufbrechen. Er wird uns helfen, an das Blut der Ahnen zu kommen. Okay. Das müsste er sein, oder? Deswegen hat er ja auch einen Spot oder so, oder? Weil es halt auch Meister ist, denke ich mal, ne? Corrientes schickt mich. Er sagte, du wüsstest etwas über das Blut der Ahnen. Warum macht dieser Gucho das? Er hat das Blut der Ahnen bereits von mir erhalten. Sobald er es einnimmt, kann er die Feuerwand durchqueren. Wieso schickt er mich dann zu dir? Ich weiß es nicht. Aber das alles passt nicht zusammen. Er hatte die Macht der Hike bei sich. Die Knochenhand des Tempels, der im Wasser schwimmt. Was? Er hatte die Knochenhand aus dem Wassertempel? Das kann nicht sein. Captain Garcia hat sie im Besitz. Du sprichst unheilvolle Worte, Gucho. Wenn wahr ist, was du sagst, dann ist der Anführer der Blauröcke Garcia. Okay, das... ändert natürlich jetzt einiges, ne? Was sollen wir jetzt tun? Ich helfe dir, Gucho. Nimm auch du das Blut der Ahnen an dich. Geh zu dem Blaurock und rücke alles an seinen Platz. Das ist kein Blaurock. Dann geh und verleih deinen Worten Wahrheit. Wegen der nackten Leichen. Ich glaube, ich kann mir jetzt denken, was passiert ist. Der Kabuki hat den Blauröcken die Kleider gestohlen. Ja, ich habe die richtige Expedition gefunden. Ich werde mich um die Toten kümmern, Hoshi. Okay, sollen wir jetzt eine Feuerwand oder sollen wir das hier im Dorf klarstellen? Okay, da können wir nicht viel klarstellen, die sind weg. Können wir jetzt hier plündern? So, okay, die gehen auf jeden Fall zusammen hoch. Der auch und zack, wunderbar. Was haben wir denn hier jetzt? Wäre natürlich cool, wenn wir da wirklich das Blut drin gefunden hätten oder so, ne? Dann werden wir einmal kurz schlafen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Erst damit wir vollgehalten sind und damit wir ein bisschen mehr sehen eventuell. Sagt ja, und es regnet.
Okay, so, dann werde ich aber eben noch mal kurz mit dem Häuptling sprechen. Vielleicht weiß der jetzt ja was. Und kann uns dazu was sagen. So, eigentlich ist er jetzt der Häuptling, ne? Hoshi? Chaka Salu? Okay. Er weiß aber trotzdem nichts. Er ist immer nur dumm wie Droh. Dumm wie Droh. Dumm wie Stroh. Weil sonst hätte er auch die Rätsel lösen können, die wir für ihn gerätselt haben. Ich dachte schon sagen, wo ist denn der Häuptling hin, aber der hat sich gut getan hier. Garcia hat dich ganz schön an der Nase herumgeführt. Wie meinst du das? Er hat sich als Protektor Corrientes ausgegeben und sich in deinem Dorf eingenistet. Nein, das ist unmöglich. Garcia ist irgendwo da draußen und wartet auf den richtigen Moment, uns anzugreifen. Corrientes wird uns vor Garcia beschützen. Er ist ein ehrbarer Mann. Du musst dich irren. Ich sehe schon, die Sache werde ich allein machen müssen. Okay, ja gut, das ist halt auch Bescheid. Dann werde ich nochmal mit ihm reden. Vielleicht habe ich das jetzt gerade gedrückt oder so. Ne, habe ich nicht. Weil wir müssen jetzt dahin und eventuell wird es halt Stress geben. Ich hoffe mal nicht, weil Stress nicht gut ist. Aber ja, vielleicht haben wir gleich mal das gewöhnliche Stress da. Das ist dann wo die böse Sache. Aber wie kann er sich denn so verkleiden, dass er das ist? Oder er hat einfach gesagt, hey, ich bin das, hat die Kleidung geklaut und keiner wusste, wie er aussieht. Und dann würde ich das irgendwie verstehen können, dass man dann sagt, hier, das ist der Kommandant blablabla. Und so, aber ja. Das ist sehr merkwürdig. Echt sehr, sehr merkwürdig alles. Aber gut. Dass sich da auf einmal so dreht, das Blatt, habe ich so null mit gerechnet. Aber gut, ne? Schöne Story auf jeden Fall hier, ne? Da haben wir hier mal was zu tun. Das heißt, wir gehen jetzt da rein und gehen zur Feuerwand und durchqueren sie und werden da wahrscheinlich Garcia entweder davor sehen, wie er da gerade reingeht, was ziemlich cool wäre, wenn er in der Cutscene wäre, wieder einfach da reingeht und so. Oder wir müssen gegen ihn kämpfen, bevor wir reingehen oder so. Deswegen hat er mich auch weggeschickt, damit er in Ruhe hin kann. Deswegen hat er mich weggeschickt. Ja. So kann sich alles ändern, ne? Alles hat ein Ende, nur Wurst hat zwei. Also ein bisschen dunkel, aber es ist zu leid. Ich meine, da will ich extra noch eine Fackel an. Weil den Weg kenne ich ja. Den Weg kenne ich ja. Ha? Oh, da sind sie so. Du bist so gut wie tot! Wow! Guys! Guys, please! Oh, hätten mich noch einen Streit anwenden. Was? What the fuck? Wie viel Damage die machen, Alter? Krasser Shit, du. Krasser Shit. Ich frage, waren wir jetzt hier schon im Dorf oder waren wir jetzt auf dem Weg da hinten hin? Auf jeden Fall sind die schon mal weg. Das heißt, das Event haben wir schon mal getriggert. Ich kann ja mal gucken, weil wenn die Kiste leer ist, dann waren wir auf jeden Fall schon oben. Wenn da noch was drin ist, müssen sie eh nochmal plündern. Aber es regnet auch, ja. Okay. Krass, 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 Alter. Wie ich sagte, wir werden die wahrscheinlich davor erleben. Wie sie gerade reingehen wollen oder wie sie gerade reingehen mit der Katze oder so und sowas. War mal, ja. Habe ich mir aber schon gedacht, dass sowas passieren wird. Aber dass die so viel Damage machen. Wahrscheinlich sind die Riesen echt wichtig, ne? Die man sich mit der Rüstung zu holen kann. Aber ich habe halt echt immer das Goldmangel. Ich dachte erst so, im Part war so, dachte ich, boah geil, wir können uns das legendäre Ding holen. Wir haben dann immer noch Gold über und so. Boah, wir haben echt viel Money so am Start. Und dann auf einmal so, jetzt schlagen wir schon wieder Mumrad hoch, ne? Jetzt haben wir schon wieder nichts. So. Das ist halt echt immer ein bisschen kacke. Aber gut, so ist das nun mal, ne?
So ist das. Ich finde es aber gut, dass wir wenigstens im Endeffekt ein unendliches Inventar haben. Hätten wir da jetzt auch eine Begrenzung im Inventarmäßig oder so, oh, das wäre echt schlimm für mich. Weil ich bin eher so einer, ich sammle und sowas, als ja, alles andere so, ne? Deswegen wäre das echt ein bisschen problematisch für mich. Spielstand wurde erfolgreich erstellt, das ist gut. Ja, warum wurde das vorher nicht erstellt, Mann? Warum wurde das vorher nicht erstellt? Und mein Handy klingelt schon wieder, aber ist nicht so schlimm, Leute. Es muss klingeln. Weil heute wieder Termine anstehen und deswegen muss das ab und zu mal klingeln. Und dann muss ich natürlich auch zwischendurch dann mal drauf gucken. Ja, weil wenn ich da so viel Lautlos habe und daran nicht mehr dran denke, verpenne ich ein paar Termine und das ist nicht gut. Das ist dann gar nicht gut. So, dann werden wir jetzt hier noch einmal speichern, nehmen wir den Autosave einfach, bevor wir da kurz bevor wir da drin waren. Protein halten nehmen. Du bist so gut wie tot! Okay. Vor allem, ich habe für die Leute sogar Missionen gemacht, ne? So. Uiuiuiui. Ich wollte kein Rum und sowas benutzen. Ich meine, die konnten wir vielleicht sogar echt im Nahkampf dann besiegen, weil der hat ja nur eine Fernkampfwaffe. Und der andere ist halt nervig, dann um den muss ich Charming kümmern eigentlich. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht einfach meine ganze Crew mitnehme, Mann. Bring das, wenn ich schleiche. Zieh die Waffe doch, Mann! Ja, geil! Kann ich auch mal bitte meine Hauptwaffe haben, Alter? Na komm schon. Ich benutze jetzt einfach Tränke, ist mir egal. Was ist das denn eigentlich für ein Affe, Alter? Der geht da richtig ab, Mann. So. Chani, heil mich, bitte. Ich hab keinen Bock, jetzt noch hier was zu benutzen. Danke. Du bist die Beste. Was denn bitte für ein Speer, Mann, womit er so viel Damage macht? Kann ich deine Flinte haben, Alter? Was hat der jetzt bitte für eine Flinte gehabt? Das will ich wissen. Genau die gleiche wie meine, oder was? Warum macht ihr jetzt aber 50 Schaden? Hat ihr nicht 45, Mann? Ja, das ist stinknormaler Standardspeer. Warum kann der so viel Damage damit machen, Mann? So lächerlich ist sowas. Da war immer noch nichts, ne? Außer dieser. Warum? Warum denn da jetzt auch noch Leute? Aua. Komm schon, her, Junge. Ich sehe dich nicht mehr, es ist dunkel, Mann. Ah, einfach draufhauen, Mann. Oh mein Gott. So, ich wollte die 5 drücken, ich hab den nicht gefunden. Der Mistkerl wollte es ja nicht anders. Ich wollte nur da oben hingucken und da sind einfach noch mehr Leute. Oh Mann! Ein Try machen wir noch. Also, in die Feuerwand werden wir erst mit diesem Part gehen. Das wird sonst ein bisschen zu much. So, ich schleiche. Weil Schleichen cool ist. Ich schneide dich in Streifen! Aber. So, komm weg jetzt hier. Stirb, Mann. So, du gehst auf Chani, das ist super, weil dann kann ich dich einfach in Ruhe verprügeln.
Da werde ich kein Heilding mehr benutzen für den, Mann. Ja, verprügel die Statue. Die war böse, Mann. Die war richtig böse, die Statue, ne? Da will ich auch mal ordentlich drauf haben. So. Nein, 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 nix laden. Speichern. Autosave. Speichern. Yo. Na also. Das ist dein Ende. Jo. Oh. Mhm. Ja. Mhm. Das sehe ich genauso. Ich erwisch dich noch. Oh. Verzieh dich, Junge! Warum hält er so viel aus, Mann? Was ist denn da los bei dem? Komm her, Junge, ich schraub dich weg! Weil ich hab zwei Waffen, nein! Komm schon, bevor er mich haut, Mann. Oh, ah, so viel klar. Ich sehe ihn wieder nicht, aber ich habe ihn besiegt. Schnitter? Was ist denn ein Schnitter? Das Ding. Komm, ich habe sogar bessere Waffen als die, Mann. Das ist doch schon ein bisschen lächerlich. Alter, wie viel Rum und Grog und so ich verballert habe, ne? Ist der tot da oben? Das ist dein Ende. Kann ich aufhören zu schleichen? Komm schon, tritt ihn weg. Chani! Danke! Kannst du auch mal mit draufhauen? Ich muss unbedingt mehr Grog und Rum und sowas kaufen, ne? Auch wenn sie mich heilt, aber halt bei weitem nicht so viel wie ich bräuchte. Bitte bitte eine bessere, Mann. Ui, 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 ui. Jawoll, Mann, die wird sowas von ausgetauscht, ne? Das ist ja schon mal eine bessere Waffe. So, wenn es hier wieder einer ist, ne? Dann reiß ich aus. Warte, ich will erst gucken, ob ich die Leichen looten kann. Weil die andere liegt da unten ja noch, ne? Hier darf ich eigentlich nichts mehr looten, weil die habe ich ja schon fertig lootet. Die andere liegt da unten, da gucke ich auch nochmal gerade eben nach, Alter. Was für ein Shit, Junge. Die lag hier irgendwo, ne? Scheinbar habe ich es aber schon gelootet. So weit hinten lag die auf jeden Fall nicht. Irgendwo hier lag der. Na gut, ich habe jetzt keinen Bock dafür eine Fackel zu machen. Wäre ein bisschen salty gerade. Aber gut. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall in die Feuerwand gehen. Werden wir aber diesen Part nicht mehr machen. So, machen wir mal schön Screenshot hier. Dann würde ich einfach sagen, falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung und über einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.